Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar mit einem Replay vom Type 62 oder Typ 62. Dem, ja, kleinen Bruder vom Typ 59. Ist aber ein Light oder ein Scout und nicht so wie sein großer, ein mittlerer Panzer. Gespielt wieder von Baltic Cowboy und hat mit dem Matchmaking sogar noch Glück, dass er hier in ein 8er, 7er, 6er Gefecht kommt, weil sein Matchmaking selber, naja, schon auch noch was anderes hergeben könnte. Eine der schönsten Karten im Spiel dürfen sie befahren. Und ja, er macht hier LP-12er Mission, deswegen wahrscheinlich den Scout. Aber Overlord als Karte ist einfach traumhaft schön. Und gerade im Scout hier sind wir mal sehr gespannt, wie er hier spielt. Er wird jetzt auch erstmal hier scouten und gucken, ob er da was aufbekommt. Er spielt mit Scherenfernrohr und Tarnnetz. So, da ist der AMX. Und prallt natürlich ab, wie soll es auch anders sein. Und da kommt nochmal ein zweiter. Jetzt hat er gefühlt so viele Targets, dass er gar nicht weiß, auf wen er schießen soll. Ne, das war auch nichts. Jetzt kommt der AMX auf ihn zu. Na? Wie schaut's aus? Auf wen willst du jetzt gehen? Das kenne ich. Das ist so wie wenn man in der Süßwarenabteilung steht und es gibt so viele leckere Sachen und man weiß gar nicht, was man nehmen soll. Naja, und so hat ihn das hier bisher den ersten überhaupt Hit gekostet. Aber wahrscheinlich dachte er sich, der ist so lecker, den will ich. Dann kam der nächste, der ist auch so lecker. Er ist unglaublich flauschig. Naja, sei es drum. Das war jetzt mal nix. Weiter geht's aber natürlich. Ihr wisst ja, ein berühmter Mann hat mal gesagt, weiter, immer weiter. Jetzt fahrt er hier zum Scouten, kriegt hier den Jagdtiger rein, aber der steht sau doof für ihn. Also richtig doof. Und der T-32 auch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Auf die Entfernung, über 600 Meter. Schon eine harte Nummer. Artis haben sie zwei Stück. Vielleicht da noch eine Idee, dass er mal die Arti sich holt. Oder den Jagdtiger seitlich. Da kommt er jetzt gut durch. T29 ist tot. Und was kommt? Stupid Team. Only Fuckers. Wahnsinn. Dass die Leute, die als erstes sterben und wahrscheinlich einfach immer zu doof sind, irgendwo ordentlich zu spielen, so einen Quatsch machen. Unglaublich. Da der Jagdtiger wieder. Ja, steht schön zu ihm. Bestens. Kommt er da drauf. Der ging voll durch ihre Panzerung. Na? Jetzt ist er leider wieder zu. Hat nochmal blind versucht hinzuschießen, aber da ist er auch schon wieder ein Stück weg, wie man sieht. Nun vielleicht die Artis wieder dran glauben müssen. Oder erstmal die Su. Oh, da ist er offen. Muss er natürlich ein bisschen aufpassen. Su ist mal weg. Weil der T32 lugt da auch noch hin. Ah, er fliegt. Die Granate fliegt so ein bisschen doof gerade. 5 zu 5 steht es an dieser Stelle. Gegner steht schon im Cap. Und es gibt jetzt gerade auch nichts, was da decappen kann. Hoffentlich agiert da sein Team. Da ist die Arti. Auto-Aim natürlich jetzt. Nochmal ein Hit. Und jetzt verschießt die Arti Gott sei Dank doch. Und Arti ist raus. Hat der VK dann fertig gemacht. Zweite Arti ist noch am Start. Die steht da unten. Vielleicht wollte sie schwimmen gehen.
Nee, weiter rechts. Da müsste sie dann irgendwo aufploppen. Lass doch dein Fernrohr mal angehen. Hätte er jetzt oben kurz warten können, hätte die Arti bestimmt aufgemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schnell weg wäre. Jetzt hat er hier natürlich gerade mit dem T32. Oh, prallt auch noch ab. Jetzt weiß der T32 natürlich, was los ist. Und so ein T32 im One-on-One ist eher undankbar. Zwei Hits bräuchte er und dann ist er nämlich tot mit seinem Typ. So, noch einen und er wäre weg. Und da kommt jetzt auch noch der T20 da hochgedackelt. Trifft jetzt hier einmal. Sehr schön. Sehr schöne Bewegung mit Auto-Air, muss man sagen. Und macht ihn jetzt weg. Jetzt kommt aber auch noch ein Schuss von Löwen drüben. Jetzt wird's aber nochmal richtig aufwühlend. Jetzt kommt der Löwe auch nochmal daher. Jetzt auf den T32 mit der Auto-M. Funktioniert zwar in der Form, dass er trifft, aber kommt nicht durch. Dann noch T43. Also da ist ja jetzt überall was los. Wahnsinn. Aber macht er hier gut. Holt sich jetzt viel Aufmerksamkeit auf seine Person. Das muss man mal wirklich sagen. Bereit zu feuern. Ziel verloren. Jetzt verschießt der Löwe auch noch. Also egal welcher. Aber jetzt einen Schuss und er ist hinüber. Ziel erfasst. Aber jetzt geht der Löwe nicht mehr auf ihn. Zündet ihn an. Muss er da löschen. Und das ist das, was ich hier sehr erstaunlich finde. Die Leute schießen auf ihn. Und jetzt zündet er nochmal an. Jetzt kann er nicht mehr löschen. Sehr schön. Dann nimmt er ihm viel HP weg. Und ja, da ist der Kill nice gemacht. Hat er hier oben wirklich ganz, ganz, ganz toll angestellt. Muss man mal wirklich sagen, Chapeau. Dass die Leute ihnen auf einmal keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt haben, auch einfach schlecht. Aber trotzdem, unterm Strich muss man das erst noch so hinbekommen. Wartet auch immer sehr gut ab. Und wie gesagt, er hat jetzt viel Premium geschossen, aber an der Stelle war es einfach nötig, beziehungsweise zumindest in vielen Situationen von Vorteil. Und unterm Strich, er macht ein minimales Minus, aber das kann man sich durchaus mal erlauben. Der ging nicht durch. Jetzt nur noch der T32 und dann ist das Spiel auch schon vorüber. T32 achtet. Er wartet gut ab. Er hat wirklich viel Geduld. Also das macht er ganz, ganz toll. Und da ist er jetzt schon weg, der T32. Aber er hat hier ein super Spiel abgeliefert. Und im Strich 3750 Schaden. Nochmal 713 assisted. Sehr, sehr ordentlich. Und auf jeden Fall das Panzer ist sehr verdient. Ja, meine Frage wäre, was findet ihr vom kleinen Type? Wie ist eure Meinung dazu? Sagt mir doch ganz mal bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.